jaar. Ja, dat project hebben we in de eerste 4 jaar. En we hebben, wie ihr ja wisst, daarom zijn wir hier, hebben we een CD-Taufe. En die willen we jetzt eigenlijk zelebrieren. Oder? Man muss ja irgendetwas machen. Ja, kannst ja nicht einfach nur so spielen, das wäre es ja normaler Gig, oder? Darum haben wir gedacht, wir machen irgendetwas. Und dann haben wir angefangen überlegen. Und dann, du, wir sind da, weißt du, bis hin zu irgendeinem Maulwurf auf die Bühne holen, aber der wäre ja schon ein paar klein, oder? Ich weiss nicht, ob man es dahinter sehen würde, wenn jetzt der Maulwurf mit der CD im Maul da oben, ach, ich weiss nicht so recht. Wir sind dann wieder abgekommen von dieser Idee und haben jetzt gefunden, eigentlich brauchen wir ja eine Götti oder einen Gotte. Oder eine Gotte oder eine Götti. Oder eine Götti oder eine Gotte. Und ich möchte ja jemanden aus dem Publikum haben. Und darum ist jetzt eine kleine Hauptprobe. Nein, eigentlich ist nein, es gilt eigentlich ernst. Eigentlich gilt es ja ernst. Es ist eigentlich eine Mutprobe. Aha, ja genau. Also wir brauchen einen Freiwilligen, der sich bereit erklärt, da zu uns auf die Bühne zu kommen und eine Mutprobe durchzuführen mit uns. Es ist nichts Schlimmes, nichts Schlimmes. Nein, es ist nichts Schlimmes, nein. Wir haben auch einen Gewinn daraus. Eben, Götti, Gotti. Ja, also... Es ist wirklich nichts Schlimmes. Es würden sich die Leute selber melden. Weil der letzte Götti... Fremdmelden geht nicht. Dann nehmen wir doch die sich fremdmelden. Also, es ist wirklich nichts Schlimmes. Der letzte Götti, den wir hatten, den gehen wir jetzt regelmässig besuchen, gell Nico? Ja, ja. Das ist ja Last. Guck, wir haben einen! Ja, wir haben einen! Yeah! Yes! Yeah. Darf ich euch den jungen, sympathischen, gut aussehenden Kerl hier vorstellen? Den kennt man zwar auch. Das ist der Freddy. Der Mann hat Mut, hier auf die Bühne zu kommen. Mal, das muss man lassen. Du weißt nämlich nicht, was die jetzt erwarten. Nein, ich bin gespannt. Während der hier hinten... Du bist ja grösser als ich, merkst du gerade. Da kommt vom Yoga. Ah, du hast höhere Schuhe anmerken. Ich bin nur in den Socken. Ich bin ein armer Musiker, ich muss Socken tragen. Ich bin ein Sockenträger. Nein, ich möchte noch ein paar Sachen sagen zu dieser CD. Die CD haben wir angefangen im Dezember, Januar. Eigentlich im Januar haben wir angefangen mit Aufnahmen. Im Dezember haben wir sie getroffen. Und der Benjo vom Augenklangstudio in Aarau hat uns hier begleitet. Und ich möchte wirklich sagen, begleitet. Also, der Kerli hat Unglaubliches geleistet, das muss man sagen. Also wirklich. Ich möchte einen herzlichen Applaus jetzt für den Benjo. Was der gemacht hat für uns, ist wirklich unglaublich. Benjo, herzlichen Dank. Yeah. Hey, wir sollten auf die Aber kommt er, Benjo! Wir haben eine unglaublich gute Güte gemacht. Und wie ihr ja wisst, wir Musiker, ich bin Sockenträger. Wir brauchen halt einfach ein bisschen Geld, oder? Ja. Wir sind so arme. Wir Musiker sind arme. Genau. Genau. Jetzt, zwei Sachen. Irgend im Verlauf von der Pause, wir machen jetzt nachher eine Pause, gehen zwei hübsche Fräulein rum und ein bisschen Geld einsammeln. Und das Geld ist 100% geht das zu uns. Aber wir sind ja eigentlich Aargauer Kultur. Also wenn ihr die Aargauer Kultur unterstützen wollt, tut doch etwas dorthin. Wenn ihr jetzt etwas dorthin tut, möchte ich daran erinnern, wie viel hättet ihr jetzt für ein Helene Fischer Konzert gehabt? Ich habe gehört, die günstigsten Billette, weißt du, da hockst du jetzt hinten, oder? Und sie ist so klein, oder? Das sind 250 Stutz für das Billett. Also, etwa in dem Mass haben wir schon gedacht, ja? Ja, wir sind viel näher, oder? Bei uns sitzen sie in der ersten Reihe, oder? Und das Zweite ist, wir haben dort hinten einen Stand aufgebaut und ich würde euch herzlich danken.
wenn jeder eine CD würde kaufen. Weil es lohnt sich. Wir haben einen Spezialpreis heute, 20 Franken. Sonst im Fachhandel ist sie 23,90. Wir haben extra einen Rabatt eingeräumt. Für euch. Dann steht Weihnachten vor der Tür, oder? Und das ist, ich sage es, es ist ein wunderbares Geschenk. Kauft doch auch für die Grossmutter, für die Schwester, für irgendwelche Kollegen an der Arbeit, kauft doch für die auch noch eine. Die sie packen, dann habt ihr schon erledigt. Dann müsst ihr nicht mehr in den ganzen Weihnachtsstress sein. Und ich sage es, die werden da gerne haben. Die CD wirklich, es ist ein Rotwein für eine, die CD hier drüben. Dann fühlst du dich einfach im Himmelssternenmeer. Im Himmelssternenmeer. Jetzt. Wie weit sind wir da? Parat. Parat. Also, dann schreiten wir jetzt zu dieser Taufe. Parat. Herzlichen Applaus für Linda Rules Forever. Jetzt werden wir sicher lachen und denken, wieso kommt jetzt die mit Reserve auf die Bühne? Aber eben, unsere CD heisst Hundsverlochete. Und wo gibt es an einer Hundsverlochete? Ein Waldfest! Und darum muss jetzt der junge, hübsche Kerl hier vor allen Leuten ein Solo spielen auf der Reserve lassen. Auf die CD! Yeah! Wie wir vorhin vernommen haben, dahinter, hat es nicht für alle Essen gelangt. Hier. Sie haben ein zu wenig gekocht. Also, der Freddy würde sicher teilen. Wer will noch auf die Bühne noch ein bisschen von der Servi? Ist sie gut? Super fein. Also, die, die noch Hunger haben. Kannst du auch Servi lassen? Ja, genau. Weiter danken möchten wir natürlich euch allen. Denn alle, die an dem Album beteiligt sind, die Gäste wurden hier gehört auf der Bühne, die sind auch auf der CD drauf. Der Kniri, der Rito, der Maulwurf. Prost! Dann unseren Frauen möchten wir natürlich recht herzlich danken. Ganz wichtig, hat er gesagt, soll ich sagen. Wir haben noch Rosen. Frauen, kommen dran schuhe. Ich sehe einfach nichts. Ich sehe nichts, das blendet mich voll. Und wir hätten noch Rosen zum. Es könnte auch hier vor die Bühne rankommen. Nein, das ist ja der Lady, du. Jetzt hätte ich fast im Lady Rosen gegeben. Hättest du es nicht falsch verstanden, gell? Rosen zum Teilen. Ja, sagen wir Singermusiker. Das lange nicht plötzlich. Wollen wir auch noch auf die Bühne kommen? Wir auch ein von der Wurst. Wollen wir sie teilen? Jetzt müssen wir sie noch teilen. Der gibt's nicht. Nein, wir sind zu arm. Nein, so schlimm wie sicher sind wir schon wieder. Aber es ist mir einfach spontan gesehen, weil für den nächsten Song muss ich dann die Glocke drehen. Und dann hat es nicht gepasst. Wir sind sehr stolz auf euch und haben gedacht, wir dürfen euch die goldene CD auch noch überreichen. So geil. Du, da ist jetzt schnell gegangen mit dieser goldenen CD.
Noch jetzt 20 Minuten Pause, dass die Herren das Wasser lösen können.